Da sind wir wieder für unser zweites Pack. Haben hier nochmal unsere Kiste, die wir angefangen haben. Bis mal unten links. Jawohl. Ich hoffe, dass wir diesmal da auch was Schönes im Rare-Slot bekommen. Vielleicht eine schöne Mythic. Wäre toll. Ja, also das, was ich gesehen habe, ist ja, dass da wohl im zweiten Slot maximal die Mythic sein können. Aber Boxtoppern, ja. Und im ersten Pack jetzt nur zwei Rares drin. Zack. Sehr schön wäre natürlich eine Force of Filler, aber mit so einem Chase würde ich mich auch spielen. Immer diese hochgestochenen Ziele. Guck mal, du musst klein anfangen. Ein Gurn Token. Damit bin ich auch super glücklich, oder? Ja, der ist schon mal schick. So. Wieder unsere Commons. Es ist auch schön, wie man hier viele spielbare Karten auch schon im Kampfslot hat. Also gerade so Treadman, Spectre, Lightning X. Da Ancient Stirrings, mega gut. Chromatic Star. Ja, das Schöne ist ja an Double Masters, dass wenn man das draftet, kommen die dass wenn man draftet, dass man sich komplett Tron zusammen draften könnte. Ja, wieder ein Veteran Explorer. Hat das was zu heißen? Oh, ein Bastard Monolith. Oh. Die erste Rare. Ja, ist natürlich sehr bitter, eine Ankommen, die zu einer Rare upgegradet wird, ja. Wurde. Jetzt wird's interessant wieder. Oh, der ist zwar Preis gefallen, aber ich finde den mega schön. Das können wir gerade nochmal, ohne euch zu spoilern, hier in die Kamera halten. Ja, schöne Karte, wird überall gespielt, in Modern. So, und was haben wir als nächstes? Da wenigstens eine Mystik drin, ne? Da können wir uns dann nicht beschweren heute. Und wie gewohnt dann. Die passenden Länder zueinander. Und als Foils haben wir diesmal einen Mountain und einen Forest dabei. Elefant und Mensch. Und ein Gurm und ein Golem. Oh, der Human Token ist gar nicht schlecht als Gurm noch. Kann man gut verwenden. Ja, ich finde das Artwork von Chromax, wie ich es das erste Mal gesehen habe, fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so jetzt in echt gefällt es mir auch doch nochmal wesentlich besser wie nur als wie wenn man es nur in den Spoilern gesehen hat. Ja, ich finde auch den Noble Hierarch richtig gut gelungen. Ja. Bin mal gespannt, ob wir vielleicht Glück haben und sowas in Richtung ein Schwert ziehen nochmal. Jetzt dann am Freitag. Ja. Oder halt wirklich mal was, wo man sagt, das sieht in Person dann nochmal richtig mega besser aus. Ja, die Ursaländer sind auch sehr, sehr schön. Chromox ist auch wirklich sehr schick. Sehr, sehr schick geworden. So, dann war es das schon wieder für heute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen für die letzten zwei Packs.